Mei, und wer hat denn jetzt schon wieder hier eine Mülltonne abgestellt? Ja, irgend so ein Pappkopf kommt immer aus, so eine beknackte Idee. Ja. Ey. Aber warte mal, hörst du das? Ja. Da klopft jemand. Ist jemand drin? Hallo? Ja. Ganz ruhig, wir machen das auf. Geht? Hi, komm mal raus. Sollen wir dir helfen? Marie? Ja. Ach, hi. Kennst du ein Mädchen? Ja, das ist die Tochter von Ilka. Ach. Warte mal, ich rufe mal erstmal direkt einen RTW, ja? Ja, ja, ja. Da war ein Mädchen drin, eine Jugendliche im Judo-Anzug. Sie war auch leicht verletzt im Gesicht, der ganze Anzug war dreckig. Da dachte ich erst, oh, das ist hier wohl ein Jugendstreich, der wohl ein bisschen übertrieben wurde und schiefgegangen ist. Allerdings war meiner Kollegin dieses Mädchen bekannt und von Jugendstreich war dann auch nicht mehr die Rede. Wie bist du in die Tonne gekommen? Wir sind vom Judo gekommen und auf einmal war... Wer ist wir? Mein Bruder und ich, Jonah. Okay. Und dann war da so eine Gruppe, drei Jugendliche. Und die sind auf einmal auf meinen Bruder losgegangen und... Guck mal, möchtest du ein Taschentuch? Geht's dir denn so gut oder möchtest du lieber setzen? Geht eigentlich. Ja. Geht eigentlich. Okay. Und weiter? Die sind auf einmal auf meinen Bruder losgegangen und ich wollte ihm dann helfen und dann haben sie mich einfach in die Tonne gestoppt. Kanntet ihr denn die Person, die euch entgegengekommen sind? Nein, eigentlich nicht. Dein Bruder, ja, okay. Wo ist der jetzt? Weiß ich nicht. Weiß er auch nicht. Wann hast du jetzt den nächsten Urlaub? Ich habe gar keinen Urlaub. Boah, ich könnte schon wieder. Ja, Urlaub vom Urlaub. Das ist total gut. Aber Gott sei Dank sind meine Kinder ja schon so groß, dass man sagen kann, ich kann alleine in Urlaub fahren und ich kann außerhalb der Saison fahren. Das ist natürlich ich jetzt nicht, aber, ein Riesenvorteil. Ne? Aber insgesamt lief es jetzt trotzdem ganz gut. Also es war auch bezahlbar. Ne? Ich sag, das ist schon mal 50%, wenn alles mitspielt, die Kinder sind in Ordnung und alles und die spielen mit. Darf ich kurz? Was hast du? Was ist? Der Peter ist gerade draußen mit der Melina. Ja, ich weiß. Was ist? Die haben deine Tochter gefunden. Marie? Mhm. Wieso? Die sind, wie spät haben wir? Die ist ja jetzt, die sind aber im Training noch. Nee, das sind sie eben nicht. Also zumindest die Marie nicht. Die Marie war eingesperrt in einem Müllcontainer. Quatsch. Und reg dich jetzt nicht so auf. Die hat eine ziemlich blutige Nase, ist aber nur leicht verletzt, ist nur leicht verletzt. Ist offenbar noch in ihrem, was macht sie, Judo, ne? Ja. Ja, ist in ihrem. Die sind beide beim Judo und entweder ist das Training jetzt zu Ende, die sind doch, genau, die müssen jetzt auf dem Nachhauseweg sein. Nee, die sind bei Peter und Melina jetzt, beziehungsweise sie ist da. Jona ist nicht da, da müsste man jetzt einfach nochmal. Jona ist nicht da. Die gehen zusammen, die haben zusammen Training, die gehen zusammen durch den Park nach Hause. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wo Jona ist. Wo ist denn die Marie jetzt? Die ist bei Peter und Melina draußen. Das, kommen die mit dir rein oder bleiben die draußen? Oder was? Du hast jetzt gesagt, die blutet. Ich verstehe jetzt nicht. Wo? Die sind jetzt im Park. Richtig. Und der Jona ist nicht da. Und der Jona ist noch nicht da. Also, ja, dann muss ich da rausfahren. Nee. Ilka, bleib erstmal hier, beruhige dich erstmal. Versuch mal anzurufen, ob du irgendeinen erreichst. Von deinen Kindern. Ganz ruhig. Versuch mal deinen Sohnemann zu erreichen. Okay. Wenn der sich meldet, ist ja alles in Ordnung. Ist die Mailbox sofort. Geht keiner dran. Mir geht's gerade überhaupt nicht gut. Es ist absolut der Horror. Meine Tochter ist verletzt. Mein Sohn ist im Moment nicht auffindbar. Ich hoffe, es geht ihm wirklich gut und am liebsten würde ich jetzt hier alles stehen und liegen lassen, aber ich glaube, ich bin hier an der richtigen Adresse, hier die besten Informationen zu erhalten und vor allem auch mitzuhelfen. Hi. Ich denke mal, wir sind bei euch richtig. Genau. Hallo. Ein bisschen über Wald und Wiese gewandert hier. Das ist die Marie. Hallo, das Marie. Das ist die Tochter von einer Kollegin. Ja. Die haben wir leider gerade in dem Zustand hier in dieser Mülltonne aufgefunden. Da gab es eine Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Ja. Wir suchen auch den Bruder noch. Ja. Marie, wie geht's dir? Soweit eigentlich ganz gut. Ganz gut. Okay, du hast jetzt ein bisschen Blut an der Nase und an der Lippe und so. Hast du denn was auf die Nase bekommen oder so? Die haben mich geschubst und dann bin ich hingefallen. Dass Jugendliche bei Konfrontation oder angeblichen Streichen so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, ist eigentlich Usus, ja, weil die können die ganze Tragweite ihrer Handlung noch gar nicht begreifen oder verstehen. Ne? Genau wie hier. Das ist natürlich eine astreine Körperverletzung, eine Freiheitsberaubung. Und je nachdem, was da noch mit ihrem Bruder passiert ist, wer weiß, was da für eine Straftat im Raum steht.
Also für dich auch, dass du es weißt, es hat sich jetzt nicht angefühlt, dass da irgendwas gebrochen ist oder so. Du kriegst gut Luft. Ne? Wichtig ist, dass du trotzdem mal mit der Mama zum Arzt fährst, ne? Dass man danach mal guckt. Ich denke mal, du hast einfach nur ein bisschen Nasenbluten gehabt. Ne? Kannst du dich eigentlich an die Person da irgendwie erinnern? Kannst du die beschreiben? Also es waren zwei Mädchen, ein Jungs, aber ehrlich gesagt bin ich gerade nur zu meiner Mutter. Ja, das können wir ja machen. Ja, dann ich kläre das mal. Machen wir da auf der Wache in Ruhe. 1536 für die Ilka. Kannst kommen, Ilka. Wie geht's meinem Kind? Ja, soweit geht's dir ganz gut, würde ich mal sagen. Der Rettungsdienst sagt auch, da ist wahrscheinlich nichts gebrochen an der Nase, wo die Verletzung ist. Sie möchte eigentlich nur zu dir. Deswegen würden wir gerne abklären, ob wir sie quasi direkt mitnehmen können und dir übergeben können. Aber wenn das medizinisch okay ist, dann gerne zu mir. Ich komme sonst auch ins Krankenhaus. Also lass die entscheiden, aber wenn es geht, gerne zu mir. Machen wir das so. Nee, der Rettungsdienst hat das schon abgenickt. Und dann nehmen wir sie jetzt mit und bringen sie direkt zu dir. Okay, ich warte draußen an der Wache auf euch. So machen wir das. Jo, super, ja. Bis gleich. Schön, ne? Okay, also... Ja, wegen mir können wir. Müsst ihr noch irgendwas machen, ermitteln, gucken, aufschreiben, ich weiß es nicht. Was weiß ich? Ich wegen mir können wir direkt los. Mir geht's soweit gut. Ja. Hast du einen Ohrring verloren? Nee. Nee? Bei einer Nachschau haben wir noch unmittelbar an der Mülltonne diesen Ohrring hier gefunden. Also ein Ohrstecker ist es ja. Die Marie selber weiß nicht, wem dieser Ohrring gehört. Die kann den nirgends zuordnen. Jetzt haben wir auch außer diesem Stecker hier keine anderen Anhaltspunkte. Dennoch nehmen wir ihn erstmal mit und lassen ihn auf Spuren untersuchen. Sag mal, Marie, hattest du einen Rucksack dabei? Nein. Pinken Rucksack? Weil da liegt einer. Den haben wir eben beim Vorbeigehen gesehen. Ach so. Wegen einem wird er ja wohl sein. Okay. Das sieht ja jetzt auch nicht so aus, als ob der da schon länger liegen würde, oder? Kann ich das mal geben? Ja. Ach so, das sind zwei. Ja, das sind zwei kleine Tütchen. Hier ist nix. Na, guck mal, voller Schulklamotten. Oh, da wird ja sicherlich irgendwo ein Name stehen, hoffentlich. Mein Tagebuch. Lucy Holzmann. Okay. Kennst du eine Lucy Holzmann? Nee? Nee. Sagt dir gar nichts. Nachdem Melina Hoffmann den Namen an die Leitstelle übermittelt hat, bringen die Beamten die Schülerin zu ihrer Mutter Ilka Fischer. Geht's ihr gut? Alles in Ordnung? Tut's ja. Weh? Nein. Wirklich? Okay. Wo können wir gehen? Ja, gehen da hin. Okay. Komm, ich nehme mal den Stuhl hier. Komm. Setz dich mal. Ich stell mich mal da mal kurz vor. Ich bin der Stefan. Wir kennen uns ja noch gar nicht, ne? Schön, dass du hier bist. Maus, erzähl. Also, ihr wart doch beim Training, was denn passiert? Wir sind auf dem Weg nach Hause, durch den Park, wie eigentlich immer. Und dann waren da so drei Jugendliche, eine war ungefähr in meinem Alter und die anderen beiden waren so 18 oder so. Du, jetzt muss ich mal fragen, ich kenne dich ja noch nicht so gut. Jetzt sagst du, ein Jugendlicher war in deinem Alter, wie alt bist du? 11. Mädchen oder Jungs? Zwei Mädchen und ein Junge. Also ihr wart auf dem Weg zum Judo-Training und da geht ihr immer den gleichen Weg durch den Park, ja? Ja. Und die sind dann auf einmal auf meinen Bruder Jona losgegangen. Und sie wollten halt, dass er die, irgendwie die Judo schlagen oder was? Die wollten, dass er Judo vormacht, aber er wollte das gar nicht. Und dann haben die ihn die ganze Zeit geärgert und so und ich wollte das nicht. Und dann haben sie mich geschlagen und dann haben die mich in die Mülltonne gesteckt. Was haben die denn mit deinem Bruder gemacht? Weiß ich nicht. Haben die ihn irgendwie weggezogen? Hast du ihn irgendwas rufen hören? Hat er geschrien oder? Er hat halt die ganze Zeit um Hilfe geschrien. Aha. Dann habt ihr noch einen Rucksack gefunden oder was? Da warte ich jetzt noch auf das Ergebnis, was mit dem Rucksack da ist. Keine Ahnung, was war denn das für ein Rucksack, weißt du das? Das war so ein Schulrucksack und in einem Heft stand der Name Lucy Holzmann. Ist die von der Schule? Kennst du die? Mhm. Ja, die Frage ist jetzt bei dieser Lucy Holzmann, ist das jetzt eine Täterin oder ein weiteres Opfer? Ne? Ja. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wer meinen Kindern irgendwas Böses tun will. Die sind normalerweise super friedlich, entspannt, höflich. Dass ich mit Leuten Probleme habe, einfach durch den Beruf, kommt in der Natur der Sache vor, ganz klar. Aber wer mit mir ein Problem hat, der muss das auch mit mir auskämpfen und mit mir klären und nicht mit meinen Kindern. Frau Holtmann, schönen guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Junge Dame kann da drüben Platz nehmen, wie ihr oder wie Sie das möchten. Dankeschön. Es geht um Folgendes. Und zwar, du bist, darf ich du sagen oder ist schon eine junge Dame? Wie alt bist du, wenn ich frage? 12. Dann bleiben wir noch beim Du, ne? Ich bin der Michael, kannst du ruhig sagen. Okay. Wir haben deine Tasche gefunden im Park mit deinen Schulsachen drin. Vermisst du die irgendwie? Oder kannst du dir vorstellen, wie der Rucksack von dir da in den Park, in den Freizeitpark gekommen ist?
Oh, oh. Lucy? Kannst du bitte die Frage des Polizeibeamten beantworten? Lucy, hallo? Hast du den Rucksack da im Park verloren oder hat dir den jemand weggenommen oder was hast du da im Park überhaupt gemacht? Lucy, bitte erzähl, was ist denn passiert? Also es geht als Hintergrund, die Tochter einer Kollegin ist dort in einer Mülltonne gefunden worden, die zugeklebt wurde. Ja, sie wurde also verprügelt. Wie bitte? Ja, und der Bruder von ihr, beide im Judoanzug, ist zurzeit vermisst. Und wir versuchen natürlich jetzt allen Hinweisen nachzugehen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer denn noch vor Ort gewesen ist, wer uns helfen kann, zu sagen, was da letztendlich passiert ist. Und vor allen Dingen, wo der Junge geblieben ist. Ist irgendwas passiert? Hast du Angst? Hast du was gesehen? Alleine oder möchte gar nichts sagen? Warum möchte nicht sagen? Ist was Schlimmes passiert? Hätten Sie was dagegen, wenn die Kollegin dabei ist, deren Tochter letztendlich im Müllcontainer, sag ich mal, gefunden wurde? Um Gottes Willen, ja, sie ist... Ilka! Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, also das ist die junge Dame, deren Schultasche neben dem... Du warst auch im Park? Ja. Weißt du, was mit meinen Kindern passiert ist? Hast du meine Kinder gesehen? Ich habe zwei Kinder. Der Jonah ist weg. Ich mache mir Sorgen, bitte. Hilf mir, bitte. Lucy, bitte, wenn du irgendwas weißt... Nur die kleinste Kleinigkeit. Wenn du irgendwas gehört hast, gesehen hast oder hat dir jemand gedroht, bitte sag doch irgendwas. Aber du verstehst das schon, ne? Mit 12 Jahren verstehst du schon, wo das hinführt, dass sich die Mama hier Sorgen macht und deine Mama sich Sorgen macht, was da letztendlich passiert ist. Wenn du was weißt, dann solltest du uns das sagen. Weil Lucy, bitte. 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 Bitte sag mir, wo mein Sohn ist, bitte. Lucy, Mann, siehst du nicht, wie verzweifelt die bitte. Frau ist? Bitte. Am liebsten hätte ich die Lucy genommen und geschüttelt und gesagt, sprich endlich, sag mir, wo mein Sohn ist. Aber sie wirkte so eingeschüchtert und verstockt. Ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie Gewalt angedroht wurde oder vielleicht auch schon wieder erfahren ist. Ich weiß, auf der einen Seite schlägt mein Herz hoch und ich muss wissen, wo mein Sohn ist. Auf der anderen will ich Informationen haben. Hier war es sicherlich besser, dass der Micha da überwiegend befragt hat, aber ab und zu musste ich da einfach zwischengrätschen. Kann sich mal umdrehen? Guck mal da rüber. Guck mal, die junge Dame da. Guck mal. Ist die das? Ja. War die dabei? Ja. Die hat euch auch geschlagen, die hat dich auch in die Tonne gestopft? Die stand nur dabei. Die stand nur dabei? Die stand nur dabei. Also kannst du uns ja wirklich sagen, was da passiert ist? Bitte. Hast du meine Tochter gesehen? Die blutet. Sag bitte, was passiert ist. Sie hat dich doch erkannt. Sie hat gesagt, du warst dabei. Oder lügt sie? Ach, den Ohrring. Was ist denn? Ich hab den Ohrring von dir. Ich hab's gesehen. Aha. Gib mir mal den Ohrring. Der Ohrring ist auch noch dabei. Also ja. Du kannst jetzt nicht mehr leugnen, dass er nicht dabei gewesen ist, ne? Das ist doch deiner. Guck mal. Hä? Guck das ist doch deiner. Ja, den hast du doch von der Oma bekommen. Der hat neben der Tonne gelegen. Lucy, bitte sag, was passiert ist. Da war ein größeres Mädchen dabei. Ja, genau. Blond, schlank, nicht so sehr groß. Und ein junger Mann. Oder ein Jugendlicher, ich weiß es nicht genau. Vielleicht dunkelblond, die Haare so ein bisschen igelig. Oh Gott. Wer ist das? Kennen Sie den? Ich befürchte, es ist meine andere Tochter, die Vivian, und ihr Freund. Können Sie Vivian anrufen, bitte? Bitte, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Bitte, bitte, bitte. Wie heißt denn der Freund? Noel Wittek, der ist... Ach, dieser Noel. Ich habe so Probleme mit... Ist Ihre Tochter? Wie alt ist die? 15. 15. Nimmt nicht ab. Haben Sie eine Nummer von dem Noel oder... Nein. Ja. Dieser Noel ist... Ich bin komplett gegen diese Beziehung. Die sind seit ein paar Monaten zusammen. Ich weiß auch, dass er irgendwelche Probleme hatte mit der Polizei. Ja. Er ist ein ganz schlechter Einfluss. Ich mache mir solche großen Sorgen. Möchtest du uns jetzt dazu was sagen, oder? Lucy, bitte. War das Vivi? War das Vivi und Noel? Waren die mit dir? Oh mein Gott, was habe ich denn noch... Worin ist sie da hingeraten? Was habt ihr denn angestellt? Also, ich habe jetzt gerade mal diesen Noel Wittek abgefragt. Der wohnt da Gott sei Dank in Köln. Das ging relativ schnell.
Der ist mehrfach angeklagt wegen Körperverletzungsdelikten. Was? Dann hat er noch einen Eintrag wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und das alles mit 19 Jahren. Also der hat 10 Monate in der Jugendhaft gesessen und hat die Auflagen bekommen. Wenn er so eine Nummer hier schon gemacht hat, wenn er meinem Sohn was antut, was meinen Sie, was der ihrer Tochter vielleicht antut?